Hey Leute, weiter geht's mit Let's Retro Fallout. Wir sind hier in Necropolis und hier unten ist eine Vault und ich glaube, es ist die Vault 13. Nein, ich komme von Vault 13. Ich glaube, es ist die Vault 12. Und ja, wir werden uns heute mal umsehen, aber erstmal werden wir unseren Sicherheitsspielstand überspeichern. Zack. So, dann gehen wir doch mal rein, Leute. Bin ich gespannt. So, ich sehe Monitore. Die Anzeigen dieser Monitore wurden komplett zerstört. Schade. Ich sehe nichts Ungewöhnliches. Ich will da rein. Ich muss reingehen und jetzt kann ich hier ins 1, 2 oder 3. Vault-Tech. Okay, gehen wir mal in die 1. Und ich bin wieder hier. Dachte ich mir fast. So, 2. Okay, hier sind die glühenden Zombies. Ghule, meine ich. Und nur die, sonst sind hier keine Gegner. So, hier wurden die Monitore zerstört. Ein Gerät. Okay. Nehmen wir einen Stuhl, Monitor. Funktioniert nicht mehr, schade. Wir sehen uns hier um, Leute. Vielleicht finden wir hier irgendwelche tollen Sachen. Mit dem defekten Bildschirm ist er wertlos. Was haben wir denn hier? Sonst nicht wirklich viel. Okay. Jetzt bin ich mal gespannt, greifen die uns an? Bevor wir das nachsehen, Leute, sollten wir uns vielleicht heilen. Nein. Hier war es, genau. Machen wir mal Arzt. 44, sehr schön. Nochmal Arzt. Wir haben ja, glaube ich, maximal 60. Sehe ich mal kurz nach. 65 sogar. Sehr schön. So, den Rest mache ich jetzt mit Erster Hilfe. Oh, Erste Hilfe habe ich schon überanstrengt, Leute. Okay, dann machen wir noch einmal Arzt. Habe ich auch überanstrengt, ups. Okay, irgendwie glaube ich, die ignorieren uns. Okay, hier ist sonst nichts. Ein Lüftungsschlitz. Dieser Lüftungsschlitz ist zerstört und lässt sich nicht mehr reparieren. Schade. Warum kann ich da nicht hin? Was ist da? Ein Stuhl. An diesem Stuhl gibt es nichts Ungewöhnliches. So rum. Luftaufbereitungsanlage. Eine LAA bereitet die alte Luft auf und versorgt den Komplex mit frischer Luft. Dieser hier ist defekt. Ich kann da nicht hin, schade. Aber wir können jetzt hier mal hin, Leute. Der Ghoul ignoriert dich.
Die ignorieren uns alle, Leute. Hier sehen wir einen Tisch. An diesem Tisch gibt es nichts Ungewöhnliches, bis auf die Tatsache, dass er fast kaputt ist. Okay, gehen wir mal hier weiter. Hier scheint nichts zu sein, soweit. Haben wir ein Bett? Ah, da wäre ein Spind. Der einzige, soweit ich sehe. Denn sonst sehe ich nichts derartiges. Naja, gehen wir mal weiter. Nein, sonst scheint hier nichts zu sein. So, da ist auch schon wieder ein fast kaputter Tisch. Du siehst einen Eingang. Und der hat nichts Ungewöhnliches. Ist ein Stuhl, ein Bett. Noch ein Stuhl. Halt, was ist da? Ach, wieder ein Lüftungsschlitz. Okay. So, ob die uns auch ignorieren? Vielleicht greifen wir uns ja alle an, sobald da wir den Spind aufmachen. Der ignoriert uns nicht, Leute. Aber er hat voll daneben getroffen. Na dann. Schießen wir. In die Augen. Daneben. Oder in den Kopf. Schieß mir lieber in den Kopf. Wurde für 9 Punkte getroffen. Wurde zweimal ohne Schaden getroffen. Einmal voll daneben. In den Kopf. Für 5 Punkte. Au, au. In den Kopf. So, Ghoul wurde kritisch getroffen im Kopf für 16 Trefferpunkte. Der Ghoul ist total überrascht und kann sich nicht gegen den Angriff wehren. So, so. Müsste doch mal bald mal sterben. Wieder 9 Punkte. Na bitte. Ghoul wurde kritisch im Kopf getroffen für 25 Trefferpunkte. Durch den festen Schlag auf den Kopf wird er bewusstlos. Ghoul ist tot. Machen wir den da als nächstes. In den Kopf. Für 7 Punkte in den Kopf getroffen. Ghoul hat dich getroffen und verliert den nächsten Zug. Geil, dann greife ich lieber den da an. Nicht angreifen. Oh. Ich könnte noch normal schießen, dann mache ich das.
Ach, Punkte wurde ja gut getroffen. In den Kopf. Ghoul wurde kritisch im Kopf getroffen. Für 27 Trefferpunkte. Durch den ersten festen Schlag auf den Kopf wird er bewusstlos. Ah, aber er lebt noch. So wie es aussieht. Dann greife ich jetzt aber erstmal den hier an. Für 6 Punkte im Kopf getroffen. So, Gu wurde kritisch getroffen für 12 Punkte im Kopf. Bei diesem schweren Angriff wird er bewusstlos. Aber wisst ihr was, Leute? Ich greife die mit dem Messer an. Wenn sie eh schon bewusstlos sind und sich nicht wehren können. Für 4 Punkte getroffen. Oh, das ist wieder aufgestanden. Für 7 Punkte getroffen und dann können wir 2 Felder gehen. Okay, er macht irgendwie nichts. Schieß mir nochmal auf ihn. In den Kopf. Für 5 Punkte getroffen und dann können wir noch 1 gehen. In den Kopf. Und Ghoul ist tot. Jetzt steht er auf. Für 4 Punkte getroffen und jetzt gehen wir 2 Punkte Felder weg. Eigentlich ist das perfekt. Wir können ihn die ganze Zeit hier treffen und dann 2 Felder weggehen. Und er kommt uns nicht hinterher und kann uns halt keinen Schaden. Also er kommt uns gerade noch hinterher. Nee. Mir ist das so tatsächlich lieber. Ghoul wurde für 13 Punkte kritisch getroffen und die Rüstung ist beschädigt. Naja, jetzt müssen wir schießen. In den Kopf. So, jetzt können wir wieder angreifen. Daneben leider. Oh, das war ein bisschen blöd. Egal. Für 3 Punkte getroffen. Ob uns die Rechten auch noch angreifen? Wenn sie uns jetzt dann sehen mit dem. Ghoul ist tot. Er wurde für 18 Punkte getroffen. Es entsteht eine große Wunde. So, für das Töten an der Gegner jetzt 290 Erfahrungspunkte. Sehr schön. So, der hat leider nichts. Der hat leider auch nichts. Und auch nichts. Gut. Töten wir die da rechts auch noch, Leute. Einfach so. In den Kopf. Und dann eins weg. Die haben dürfen aber ganz schön viel gehen, Leute. So, verstrahlter Ghoul. Moment mal, ein verstrahlter Ghoul. Wurde kritisch getroffen im Kopf für 15 Trefferpunkte. Durch den Schlag geht er zu Boden. Stirb.
Ich glaube, das war der hier, oder? So, für 12 Trefferpunkte im Kopf kritisch getroffen. Und jetzt ist er bewusstlos. Sehr schön, so mag ich das. Das heißt, wir können den jetzt erstmal ignorieren. Schießen wir auf den da, nachdem wir geladen haben. Ich habe keine Munition mehr für diese Waffe, Leute. So wie es aussieht. Und ich wiege nur 197. Cool. Okay, dann nehmen wir... Wofür haben wir denn noch Munition? Oder was ist denn die nächstschwächste? Hier hätten wir Schaden 20 bis 30. 12 bis 22. 10 bis 16. 12 bis 22. 5 bis 12. Ja, nehmen wir die als nächstes. Da können wir dann Dauerfeuer machen. Wobei, halt, da könnten wir Dauerfeuer machen. Die würde am meisten... Aber egal, die macht den wenigsten Schaden. Das heißt, Dauerfeuer ist auch schon egal. Nehmen wir die einfach her, Leute. Ist jetzt die Frage, nehmen wir Dauerfeuer her oder machen wir Einzelschuss? Machen wir Einzelschuss. In den Kopf. Halt. Kopf. Verstrahlter Ghoul wurde kritisch im Kopf getroffen für 20 Trefferpunkte. Bei diesem schweren Angriff wird er bewusstlos. LOL. Verstrahlter Ghoul wird er kritisch im Kopf getroffen für 27 Trefferpunkte. Bei diesem schweren Angriff wird er bewusstlos. Daneben. Der flieht, Leute. Dann soll er fliehen, dann greife ich die anderen erstmal an. Der geht, glaube ich, zuerst zu Boden. So, verstrahlter Ghoul wurde für 10 Trefferpunkte getroffen und ist tot. Und verstrahlter Ghoul wurde für 10... Warte mal, was? Der ist tot? Ah, die sind beide schon tot. Da schreit er. Ich weiß nicht, Leute. Ich glaube, manche Ghule könnte man am Leben lassen, weil sie scheinen irgendwie vernunftbegabt zu sein und mit sich reden zu lassen. Aber manche greifen, wie die hier zum Beispiel. Meine Maus ist irgendwie weg. Wie die hier zum Beispiel, die greifen einen dann sofort an. Oh, jetzt konnte er an mir vorbeigehen, sein Mist. Ich hätte da stehen bleiben können, sollen. Ich lade jetzt einfach hier und lasse ihn seinen nächsten Zug machen. Ich schieße jetzt einfach hier auf ihn. Naja. Okay. So, Ghoul wurde getroffen. Ziel ist blockiert. So, so. Jetzt nicht mehr. 225 Erfahrungspunkte erhalten. Hat nichts. Also das waren ja jetzt verstrahlte Ghouls, Leute. Ups, verstrahlter Ghoul wurde anstelle von verstrahlter Ghoul getroffen. Ach so, ich habe auf den geschossen, aber den da getroffen.
Deswegen ist er gestorben. Ach so. So, und das da oben waren Ghule, Leute. Normale Ghule und das hier verstrahlte Ghule. Aha. Das wollte ich mich gerade nachsehen.